Deutsche Wasserballliga Viertelfinal-Playoffs für die Wasserfreunde Spandau 04 beginnt jetzt so langsam die Saison und der Kampf um die Meisterschaft. Die erste kleine Hürde ist der SV Krefeld. Unter der Woche gab es den ersten Sieg für die Hauptstädter. Heute kann alles perfekt gemacht werden. Aber Achtung, Achtung, im Hinspiel führten die Krefelder zur Halbzeit 6:4. Da haben es die Krefelder einfach ganz gut gemacht. Also sie haben gut mitgespielt, haben unsere Fehler ausgenutzt. Wir haben im Freibad gespielt, was wir so jetzt nicht unbedingt gewohnt sind, weil wir immer in der Halle spielen. Und da ging es heute auch wieder zur Sache. Die Aufsteiger aus Gruppe B werden sich an die Schöneberger Sport- und Lehrschwimmhalle noch besonders gut erinnern können. Vor zwei Wochen machten sie genau hier gegen Neukölln den Aufstieg perfekt. Heute ließen 9 Krefelder bis 15 Minuten vor dem Anpfiff auf sich warten und die hatten wohl zeitbedingt ein paar Ernährungsprobleme. Wir waren bei einer bekannten Fastfood-Kette essen, weil es da ja, erfahrungsgemäß sehr schnell geht und wir keine Zeit hatten, wie man gesehen hat. Ja, und das lag uns wahrscheinlich dann auch allen sehr schwer im Magen. Das wird an diesem Nachmittag aber nicht das Einzige gewesen sein, was schwer im Magen lag. Die Spandauer in den schwarzen Kappen kannten nämlich kein Pardon. Die erste Garde der Berliner Wasserball-Riesen sah die Westdeutschen wohl auch eher als Fastfood an. Anders war die Anfangsphase nicht zu erklären. Beim Stand von 8:0 waren die Aufsteiger bereits nach dem ersten Viertel so gut wie verspeist. Allein Moritz Müller mit 4 Buden. Wir haben im Hinspiel viel, viel besser ausgesehen, weil auch wir körperlich dagegen halten konnten. Heute hatten wir Spieler dabei, die diese Intensität nicht gewohnt sind und deshalb sich vielleicht ein bisschen haben, ja, auf Deutsch gesagt, verarschen lassen von den Spandauer-Spielern, die uns natürlich auch extrem Press genommen haben. Hier merkt man, die Spandauer nehmen die Meisterschaft, wie soll es anders sein, richtig ernst. Die Form der Jungs, nicht nur von ungefähr, am Mittwoch erst kamen die Berliner aus dem Trainingslager in Montenegro wieder. Die Männer von Peter Kovacevic also bestens gerüstet für die deutsche Meisterschaft. Ja, natürlich. Natürlich für die Playoffs jetzt, für das Viertelfinale, für das Halbfinale. Und wir hoffen natürlich, dass wir bis zum Finale auch noch davon zehren. Und machen wir uns nichts vor, spätestens nach dem 12:1 zur Pause war der Krefelder Cheeseburger endgültig verputzt. Aber die Verdauung fiel den Berlinern zum Ende hin schwerer. 7 Treffer gelangen den Jungs in den weißen Kappen noch im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Muss daran an der Defense noch ein wenig gefeilt werden. Ja, es ist halt schwierig, in so einem Spiel die Spannung aufrechtzuerhalten. Wir wollten natürlich eigentlich weniger Tore kriegen als 8, das ist klar. Dementsprechend kann ich nicht zufrieden sein und waren auch ein, zwei dabei, wo ich nicht so gut aussehe, die wir so nicht kriegen dürfen. Wir haben auch, wie gesagt, ein bisschen den Faden verloren in der Verteidigung. Auch die Chancenverwertung nicht ganz optimal. Sascha Fix hält hier aber auch klasse, sei es drum. Am Ende vernaschen die amtierenden deutschen Meister den Neuling vom Niederrhein mit 21:8 und wissen, woran noch gearbeitet werden muss, bis dann die ganz großen Steaks auf den Tisch kommen. Bis dahin müssen sich die Titelhungrigen mit Spätzle aus Esslingen zufrieden geben. Die kommen nämlich zum Halbfinalessen auf den Teller.